Rentenantrag stellen für die Rente mit 63 drei Monate vorher oder sechs Monate vorher? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wann kann ich eigentlich mit 63 in Rente gehen? Und dazu muss ich praktisch im Grunde genommen zwei Voraussetzungen erfüllen oder drei Voraussetzungen erfüllen. Erstens, ich muss das 63. Lebensjahr vollendet haben und ich brauche 35 Jahre Wartezeit. Und als dritte Voraussetzung, ich muss einen Rentenantrag stellen. Die dritte Voraussetzung ist für den Beginn der Rente maßgeblich, nicht als Leistungsvoraussetzung, sondern wirklich nur für den Beginn der Rente maßgeblich. Ich habe mal hier ein Beispiel. Unsere Maria Mustermann, die ist am 10.10.1957 geboren. Sie ist nicht schwerbehindert und sie hat die 35 Jahre Wartezeit erfüllt. Maria vollendet am 9. Oktober 2020 das 63. Lebensjahr. Sie kann dann also in die Altersrente für langjährig Versicherte zum 1.11.2020 in Rente gehen. Was muss aber die Maria jetzt tun, damit sie auch ihre Rente wirklich bekommt? Sie muss rechtzeitig genug den Rentenantrag stellen. Und die Deutsche Rentenversicherung sagt, ja, es reicht aus, wenn man drei Monate vor Rentenbeginn den Rentenantrag stellt. Das sagen wir als Rentenberater von Rentenbescheid 24. Das können wir nicht nachvollziehen. Aus unserer beruflichen Erfahrung heraus können wir nur sagen, stellen Sie nicht drei Monate vor Rentenbeginn einen Rentenantrag, sondern stellen Sie den sechs Monate vorher. Wir haben viele Gespräche geführt mit Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung, die uns das intern so bestätigt haben. Rentenantrag viel zeitiger stellen. Das liegt einfach daran, dass sich die Bearbeitungszeiten für die Rentenanträge in der Deutschen Rentenversicherung extrem verlängert haben. Unter anderem auch wegen den neuen gesetzlichen Vorgaben. Und die Deutsche Rentenversicherung hat zu wenig Personal. Corona-Krise tut ein Übriges. Wir empfehlen, sechs Monate vorher vor Rentenbeginn Rentenantrag stellen. Und wie machen Sie das? Ganz einfach. Formlos einen Rentenantrag stellen. Ich, Maria Mustermann, möchte zum 1.11.2020 in meine Rente gehen. Sie müssen da nicht reinschreiben, was Sie für eine Rente haben wollen, sondern es reicht aus, dass der Rentenversicherungsträger ganz klar erkennt, dass Sie Ihre Rentenleistung haben wollen. Und dann schickt Ihnen die Deutsche Rentenversicherung ein ganzes Paket an Antragsformularen zu, R100, R810 und noch diverse andere Formulare, die möglicherweise notwendig sind. Und dann geht die Arbeit für Sie los. Das müssen Sie alles ausfüllen. Und dann haben Sie sozusagen nochmal mit den Formanträgen Ihren Rentenantrag konkretisiert. Wenn Sie das aber nicht wollen, einen Rentenantrag selbst zu stellen, dann nutzen Sie einfach unser Angebot Rentenantrag stellen auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.